Die wichtigsten Designelemente der neuen E-Klasse fangen natürlich mit der Proportion an. Proportion ist alles im Design. Und die neue E-Klasse hat eine perfekte Heckantriebssilhouette, das heißt eine Mercedes-typische lange Haube. Die Kabine sitzt hinten auf dem Hinterrad und schiebt das Auto nach vorne. Zum ersten Mal kommen wir bei der neuen E-Klasse mit der sogenannten Catwalk Line. Das heißt, wir verlassen hier die Dropping Line und ziehen eine hohe Linie entlang der Bordkante ganz durchs Auto, die ist sehr streckt, sehr sehnig, sehr durchgespannt macht, eben diese Mercedes-typische Spannung in das Auto hereinbringt. Wenn ich die E-Klasse in einem Satz beschreiben würde, wäre es die schönste und luxuriöseste E-Klasse aller Zeiten. Wir denken ständig darüber nach, wie wir dieses höchste Maß der Schönheit verwirklichen können. Und auf diesem Weg haben wir diese Designphilosophie, sinnliche Klarheit entwickelt, die uns als Guideline gleichermaßen draußen wie drinnen dient. Und diese Idee der sinnlichen Klarheit ist die, dass wir sagen, die höchste Ästhetik ist dieses sinnliche Gefühl, wo die Augen über eine Form gleiten, die fließende Linien besitzt. Und das Tolle, im Interieur kann ich sie ja sogar noch streicheln. Ich kann die Form abfühlen. Ich sitze ja im Innenraum. Das Interieur ist für uns eine wunderbare Skulptur. Wir setzen uns hinein und wir wollen uns wohlfühlen. Und mit diesem Anspruch und der Liebe gestalten wir diese Skulptur als Freiform, bei der wir die Skizze nehmen und dann überlegen, wie wir dieses Gefühl, das auf der Skizze schon zu sehen ist, dann bestmöglich in das Modell überführen. Wir bauen diese Kiste, um über einen Prozess von mehreren Monaten hinweg einerseits die Form permanent zu perfektionieren und zugleich natürlich auch all die ergonomischen Erfordernisse oder die technischen Erfordernisse in einer Form miteinander zusammenkommen können. Und an diesem Matching arbeiten wir dann über mehrere Monate. Der Sitz ist etwas ganz Besonderes geworden. Das ist wie eine Ikone im Innenraum, die sich aber auch wunderschön einfügt in die geschmeidigen, geschwungenen Linien des Interieurs. Also etwas sehr Sinnliches, was man wirklich definitiv anfassen muss. Einerseits versuchen wir, die Form, die Skulptur am schönsten zu unterstützen, zu unterstreichen. Und die Idee am expressivsten zu vermitteln. Zum anderen kommen wir aber auch bei Color & Trim mit dem Zeitgeist in Berührung und setzen mit neuen Farben und neuen Kombinationen selber Trends. Beim Display sind unheimlich viele Herausforderungen in einem Bauteil zusammengekommen. Die Designer mussten die Perspektive des Ingenieurs noch besser aufgreifen und verstehen lernen. Und die Ingenieure mussten letztendlich kreativ werden, um am Ende dieses gemeinsame Ziel, dieses perfekten Widescreens, auch wirklich in Serie umzusetzen. Die vielleicht wichtigste Emotion im Interieur der neuen E-Klasse ist diese erlebbare Hochwertigkeit. Und da machen wir uns natürlich immer Gedanken, wie wir die weiter steigern können. Und deshalb müssen wir auch all diese schönen Elemente, die Bedienelemente, die Metalloberflächen schon sehr, sehr frühzeitig in Echtmetall herstellen, um zu sehen, wie das Licht auf der metallischen Oberfläche spielt. Ich bin überzeugt, unsere Kunden werden
begeistert sein von der neuen E-Klasse. Einmal diese Form von außen und dann spätestens, wenn er die Tür aufmacht und sich hineinsetzt und dieses überwältigende Mercedes-Gefühl mit seiner Schönheit und der ganzen Hochwertigkeit erlebt, er wird begeistert sein. Mercedes-Benz. Das Beste oder nichts.